In der heutigen Folge geht es um Lufthansa Miles & More und was in diesem Paket ist. Naja, ihr wisst ja, ich habe ja meinen Honran von 0 auf Hon voll im Move. Heißt also, laut Planung bin ich im Juni durch. Also insofern gab es natürlich auch Kofferanhänger oder was anderes. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der FETL ist durch, der Senator ist durch. Schauen wir uns heute an, was ihr bekommt. Deshalb dieses Unboxing. Stay tuned. Schaut euch das an nach dem Intro. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte zu bringen und vor allem auch mehr Status. Heute in dieser Box, ich weiß es nicht, eventuell die FTL-Karten, eventuell die Senator-Karten. Auf jeden Fall lasst mir ein Like da und ein Subscribe, denn ihr wisst ja, wir sind diesen Monat auf dem Hand nach 1000 Subscribern. Also, lasst uns direkt zum Unboxing schreiten, damit wir wissen, ob es die FTL-Sachen sind, die eventuell nicht kommen sollten, weil ich hatte von Lufthansa gehört, dass die FTLs ihre Sachen nicht bekommen aus Kostengründen, nur der Senator. Deshalb spannend, sind das Senator-Tags oder FTL-Tags? Also, dann lasst uns doch einfach mal mit dem Unboxing starten. Interessantes Fact ist übrigens, es ist hier nach Estland geschickt worden mit einem holländischen Stempel, das heißt also, ist in den Niederlanden bezahlt worden. So, dann ist das Paket auch beschädigt angekommen, in Anführungsstrichen. Dieses ist wohl aufgeplatzt bei der Post. Man sagt es einem auch mit dem Aufkleber, dass es also quasi so erhalten worden ist. Wir schneiden das Ganze einfach mal auf. Normalerweise braucht ihr halt nur diese, ja, was ist denn das einfach? Diese vorperforierte Fläche aufzumachen, dann sollte es klappen. Jetzt gucken wir mal. Oh, ja, wunderbar. Ich hab's schon gesehen, habt's ihr auch schon gesehen. Ich ziehe es einfach mal raus. Senator. Ja, das ist das, was in dem Senator-Package dabei ist. Das ist das Paket. Das ist einfach nur eine Hülle. Weg damit. So, dann öffnen wir das Ganze. Es gibt übrigens noch ein Schreiben, das Anschreiben. Wir freuen uns jetzt, dass Sie Senator sind. Wir waren bla bla unterwegs, bla bla. Sebastian Riedle, ja, das ist der Neue. Und der Stefan Kreuzpainter, Chief Commercial Officer Lufthansa Airline. Ein nettes Schreiben. Also, weg damit. Ja, brauchen wir auch nicht mehr. Dann machen wir einfach mal auf die Senator-Karte. Wunderbar. Die Nummer halte ich so ein bisschen verdeckt, wobei, ich kriege ja bald eine neue Nummer. Gültig ist der ganze Status bis 0224. Eine ganz normale Plastikkarte. So, ja, hübsch. Dann machen wir den ganzen Quatsch mal weiter auf. Was gibt's noch? Nochmal aufklappen. Ha! Die berühmt-berüchtigten Senator-Tags. Zwei Tags sind drin. Und dann die Senator-Kofferanhänger mit zwei Sternen vor der Rückseite. Also nichts Aufregendes. Da drin das Paket. Ende. Das war's Unboxing. Mehr war da nicht. Also, wenn ihr wissen wollt, was ihr bekommt, wenn ihr Senator werdet, dann sind das diese Karten. Eine Karte mit der Gültigkeit. Dann die Baggage-Tags. In Rot, in Farbe und so weiter. Ich selber werde es nicht dran machen. Warum? Ganz einfach. Ich habe an meinem Koffer, an meinem Koffer habe ich ja quasi noch mein Hontech aus alten Zeiten, damit ihr nicht denkt, hier der Larsemann, der spinnt. Da steht noch mein Name drauf, also damit ihr wisst, ich war es mal wirklich. Ja, also wie gesagt, ab Juni bin ich wieder, ich komme mal hinterm Koffer hervor, hallo, hallo. Ab Juni bin ich wieder Hon Circle, also insofern, die werde ich da nicht reintun. Ich werde sie auch nicht auf eBay verkaufen oder zersteigern. Ihr könnt ja eure Kommentare darunter schreiben, was ihr davon haltet und was ihr von dem Ganzen denkt. Es gab ja früher mal eine Klammer oder irgendwas, das war jetzt alles, mehr war das nicht. Also, ganz kurzes Video, ganz kurze Erfahrung, was man als Senator bekommt. Kommentare nicht vergessen, Subscribe, Abonnierbefehl nicht vergessen und bei Sorgen, Ängsten und Nöten die Kommentare, wie immer. Also, ihr wisst ja, bis bald.
auf diesem Kanal von Frequent Traveler TV und dann wieder vielleicht mit einem Bericht, denn wir fliegen bald nach Buenos Aires in der Lufthansa First hin und zurück. Also, freue mich, bis dann, ciao.